Der Michel ist in Michelbach. Der ist hier. Der ist schon fleißig in Olaf Dreher. Wenn der Schwede bei euch ist, schön. Ja. Das ist ein Wahnsinn. Hallo. Grüß dich. Ja, morgen, hallo. Hallo. Der Tobi. Der Tobi ist der. Tiroler Bergbauernbauer. Ah. Der fährt hinter dir nachfilmen. Ja. Den direkt sagen wir jetzt aber nicht in Österreich. Direkt vor der Alm runter. Wie geht's? Ja, ist okay. Hast du heute normal offen, gell? Ja, um 3 spielt es. Okay. Sehr gut. Das und heißt. Du jetzt einen Kaffee oder eigentlich? Das heißt, jetzt trinken wir einen Saft Kaffee, oder? Tobi. Was? Oder eigentlich einen Saft? Ah, es ist so schön da. Nein, ich bin eingestiegen in 86er Jahren. Okay. Da war ich 25 Jahre. Weil die Eltern wollten es eigentlich im Grunde genommen zusperren. Ne? Wie kann man das beschreiben? Oder? Ja, ja, ich mache eigentlich eine bodenständige Küche. Ne? Bodenständige, sehr schöne Küche, ne? Ja, genau. Und halt nur heimische Fische, ne? Nichts. Mhm, mhm. Wir haben einmal 10 Jahre Hauben gehabt. Echt? Heinfeld, ja? So, Heinfeld. Landgasthaus zum Schüller. Geöffnet Montag und Dienstag ab 11 Uhr. Jetzt geht's raus. Ja, da kommen wir hin. Das passt, genau. Ich will jetzt wieder die auf, weil es ist viel besser, wenn ich dann reingehe, was dann tue ich das oben. Dann bin ich sofort da und so muss ich die Brille wechseln. Ja. Du musst dann die Bewegung richtig machen, ja? Wenn du richtig cool sein willst. Ja. Du musst zuschauen. Kommst du hin, oder? Grüß euch. Grüß euch. Mahlzeit. Mahlzeit. Grüß Gott! Grüß dich! Servus! Michael Kolben vom Bernhof in Albersbach. Grüß dich! Hallo, Tobi! Kollege von dir. Ah, okay, gut. Nicht Sparkasse. Ich war eigentlich die Sparkasse. Du, wir bereisen alle Wirtschaftskulturbetriebe mit Radl und stehen eben kurz vor. Ja. Du, ein großes Haus, bist du deppert? Super Lage, direkt neben der Straße. Direkt neben der Straße, ja. Schießt sofort ins Auge, wenn man da vorbeifährt. Na, pass auf, das ist bei so für Hochzeiten und so weiter geeignet. Was? Das ist eh klar, ne? Was ist denn Arsch? Du, und ich habe irgendwas gelesen auf der Homepage von ein Mikrohotel. Da kommen wir nachher dann gleich dazu. Und du hast gesagt, das ist der Lachs. Ja, was ich am Ende habe, das Beste muss man zum Schluss. Ne? Ja, das war aber eh schon wohl klasse. Du. Das sind im Prinzip eigene Mikrohotel, hassen es wegen dem. Hallo. Weil sie so klein sind. Na ja, 26 Quadratmeter sind sie groß. Hoppala. 26 Quadratmeter sind sie groß, Terrassen extra noch dazu. Geil. So. Dankeschön. Mach danke. Ja, ja. Da sind wir. Gasthof Ebner. Direkt am Bahnhof, ja. Michi Kolben vom Bernhof in Murtwil. Wir bereisen mit dem Rand alle Wirtschaftskulturbetriebe und stehen in jedem kurz vor. Muss ich mich nicht rausziehen? Wann ist kurz Zeit? Muss ich mich nicht umziehen? Nein! Ja. Ja.
So, was ist denn bei dir am liebsten? Bei mir! Bei dir ist das? Boah, das schaut gut aus! Ich kann machen, was ich will. Wahnsinn! Ich kann machen, was ich will, was bei mir die Gäste durch ist. Wirklich? Ja. Da unterbringe ich das Gasgestümmel und dann sichtbar die Mannschaft. Ah, die Truppe, cool. Was unterwegs ist, ja, bei Weltmeisterschaften und okay, so. Was danke. Bitte. Okay, danke. Geil. Schau. Wenn Chef in keine Zeit hat, machen wir selber die Führung. Schau. Da, wow. Ah ja, da können wir jetzt alles nachlesen. Cool. So ein selbsterklärender Raum. Super, hey. 1856 bis 1940. Mhm. Begründer des Alpinen. Lies du vor, du kannst mir das so schön lesen. Was heißt das? Skilaufes. Ah, Skilaufes. Mhm. Erster Torlauf der Skiweltgeschichte im Jahr 1905. In cool, in Lilienfeld. Da schau her. Wow. Auf der Tour jetzt erst abgehängt habe, weil ja doch konditionell schon ein Riesenunterschied ist zwischen uns zwei. Auf jeden Fall. Also bergab, bergab holst du einen Tag Vorsprung. Tobi, ja. Ich habe jetzt nachgeschaut, das wird das jetzt nicht in Eschenau, sondern in Rothau. Ah. Das ist eine Ortschaft weiter. Ei. Gasthauspilz. Was soll denn jetzt? Gasthauspilz, gute Küche, in ruhigem Ambiente, sehr gutes Flughaus. Allerdings hat der Chef so einen Stress, dass er gesagt hat, wir sollten nicht reinkommen. Okay. Dann kommen wir halt nicht rein, aber wir haben es hergezeigt. Der Gastgarten schaut mir schön aus. Ja, sehr schön. Mit den Bäumen. Sehr schön, aber leider mag er uns heute nicht. Ja. Wurscht, vorbeischauen, ja. Gasthauspilz. Da sind wir. Grüß euch. Grüß euch. Ja, wir schauen sich alle Wirtschaftskultur wieder rüber. Ja, habe ich schon gehört. Schön. Jetzt hätten wir zwei Anliegen. Wir brauchen einen Strom für unsere Radl. Ja, kein Problem. Warum hast du es trotzdem als Tonis Bier- und Weinstube genannt? Durch meinen Vornamen. Ja, ist klar. Und natürlich Wein hat mich sonst schon interessiert. Aha, okay. Und der Bier geht auch dazu. Bier musst du auch haben, weil du musst jeden Gast ansprechen können. Du, und da hast du so einen Stand, die schau, da sind die Mädchen bei dir an der Schank. Genau. Nicht am Tisch, sondern auf der Schank. Montags und so. Montag ist ganz also. Ein guter Tag. Also, bei uns gehen wir nicht, aber nur die Stammtische auch dazu. Okay. Ja, es sind sehr viele, die Ruhe da kommen am Montag. Ja, ja. Das ist eh klar. Das passt. Das ist einfach da, super. Also, an ja, der Tafel sieht man schon, dass das höchst kreative Menschen sind. Jetzt sind Zweifel. Wann ist denn das eingefallen? Habe die Ehre. Bründel heißt das Ding? In Bründel, oder wie habt ihr es bei euch in der Homepage? Es heißt Bründel. Also, es sagt keiner, heißen nur zum Papier, sind gewohnt der Leis, ne? Okay. Sagt aber kein Mensch. Es heißt Bründel. Sagt jeder. Die Ortschaft heißt Bründel, bei euch bei einem ist. Jeder, auch im ganzen Umkreis. Wir haben nicht so einen richtigen Restaurant zu Gast. Wir sind ein Wirtshaus. Es wird schon sehr hochwertig gekocht. Sehr, sehr, sehr auf einem hohen Niveau, aber es sollte immer der Wirtshauscharakter da sein und das soll das Prägendste sein. Und nicht zu restaurantig werden. Geil. Und das verdienen wir. Wow! Na da, oh. Der große Teil des Zimmers ist in dem Stil. Oh, auch groß. Ja, ja, das haben mir meine Eltern vor. Du siehst, dass früher die Baukultur noch nicht so teuer war wie heute. Definitiv nicht.
Sachen, die sehr, sehr gut funktionieren und einfach auch du geschmacklich auch nicht halt besser machen kannst mit jedem Geschichte geschaust. Ja. Die sollten also bleiben, wie sie sind. Cool. Wir spielen nicht mit jedem anderen Produkt, aber bei manchen Sachen sollte es halt genauso schmecken, wie es immer geschmeckt hat. Ja, das Logo bedeutet? Nein, ist einfach aus der Wurzel heraus, aber. Nein, ja, Verwurzelung. Also, oder einfach, das ist einfach das Hafen vom Familiennamen und mit den Wurzeln einfach das, die Erdung und das Verwurzelte in der Region. Das passt einfach gut sonst. Ja.